Wir sind in Köln, Double Trouble. Dort findet sich das ganze Ding hier statt. Hoch oder ich schieße die anderen. Meine Güte! Hier werden Deals gemacht, Leute. Josef! Entschuldigung, was machen Sie hier? Hey, guys! What's up? Ist das dein erstes? Ja, ist mein erstes. Egal, ob es nicht gut schmeckt, sag einfach, es ist gut. Double Trouble, Tag 2. Dort ist das rein, Jim. 35.000 Euro im Preispool für die Athleten. Wo ist denn der Eingang? Hallo? Willst du meine Balls sehen? Bist du im Finale? What the hier geht's wirklich um jede Wiederholung. Der Gewinner! Neuer Vlog ist da. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Wir sind in Köln. Double Trouble. Rein geht's. Straßenkicker Base hier von Lukas Podolski. Lukas Podolski hat ja ein wunderschönes Areal aufgebaut. Street Indoor Soccer. So sieht's nämlich aus. Dort findet sich das ganze Ding hier statt. Für den heutigen Tag. Alle Workouts in dieser Arena. Hoch oder ich schieße, Jana. Wir haben die beiden Djukic-Brüder. Djukic-Brate aus Serbien. So, Alex moderiert. Djukic, Bruder. Ja, erstes Workout nicht gewonnen, aber gucken wir mal, was da noch geht heute. Geh mal rein. Zweites Workout hier mit dem Sandsack und so. Abu Mau, Junge! Ach Quatsch, Freund, auch da. Servus. Bist du jetzt dran, oder was? Ich bin immer dran, ja. Du hast ein bisschen Schork hier. Ach, scheiße. Digi, viel Erfolg auf jeden Fall. Danke, schön, dass du da bist, Bratan. Franzi Höger. Sie sind alle da, hab ich doch gesagt. Was geht? Aufgeregt? Ja, immer. Geht doch. Ihr seht das immer. Was, Digga? Ah, schwer. Was habt ihr gemacht? 15. 15? Djukic Bruder 16? Nee, 15. 15 auch? Haben sie gesagt zumindest. Vielleicht lügen sie auch, ne? Wer weiß. Ja, ja. Bei Jugos weiß man nie. Hey, guys! What's up? Who wins? Was good? Yeah. How many cleans? 60. 60? You pushed the judge, yeah? Ah, we pushed the judge, yeah, yeah. Because it was a rap. It was a rap. I have seen it. Josef! Geht, wie war's? Erste Workout? War gut? Gut. Das zweite war gut. Und das erste wird auch gut. Okay, gut. Präsidenten- und Geschäftsmänner-Talk hier, oder was? Meine Güte! Hier werden Deals gemacht, Leute. Verenchen! Ihr Flamingo! Hallo, ihr kennt sie vielleicht? Ja, safe. Safe? Wer kennt sie nicht? Verena! Wie läuft's bei euch? Gut. Gut? Gut. Wie war's? Sag mal ganz kurz. Ja, das läuft und so. Bist du zufrieden? Nein! 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 Digga, wir hatten 73 Kilo Ball, haben wir gerade auf die Tage geschlägt und die anderen hatten 50er, Digga. Nein! Hast du echt einen anderen Sandsack gehabt? Ja, Mann. Nein! Und was gibt's jetzt? Gibt's da irgendwas? Jetzt gibt's Nackenstellen. Hast du ein Problem? Geh weiter! Alter, bleib mal still! Noch ein Problem! Was sehe ich denn da? Lukas von Borgfront trinkt das neue Force Mac Plus und was sagen sie? Sowas Tolles haben sie noch nicht getrunken heute. Kann man gut trinken. Kann man gut trinken, habt ihr das gehört? Lukas, wie geht's dir? Gut, danke. Wie läuft's hier? Ja, ist ganz okay hier, ne? Ich kann nur eins sagen, Leute, wenn ihr an so einem Stand vorbeigeht, lasst ein bisschen Liebe da und bringt die EC-Karte mit. Die Jungs machen sich mal echt Mühe, bauen hier was Schönes auf, machen Klamotten und Equipment für die Community letzten Endes auch. Und das muss natürlich auch an den Mann gebracht werden. Also nicht einfach vorbeigehen und mal ein nettes Hallo da lassen, so, ne, so, hallo. Und dann weitergehen. Gibt dann immer was Schönes. Aber hier gibt es auch noch was, Mühe noch, kaufen noch schön bei Aldi die tiefgekühlten Donuts. Also Mühe machen die Jungs nicht. Also, achtet mal auf Details. Also, Lukas, danke dir. Born Strong abchecken. Da kam der natürliche Instinkt mal wieder zum Vorschein. Du siehst eine Kasse, direkt schnapp, sap, sarap, run. Ich bin der Einzige, der hier vloggt, ihr Selle mehr, Alter. Gibt's keinen anderen, der hier vloggen könnte oder so. Ich kenn keinen. Wie Heinze Babel, meine Damen und Herren. Kameramann, ist schon geil, Alter. Mittlerweile ist es einfach Standard geworden, dass einfach Leute mit einer Vlogging-Kamera rumlaufen. Also abonniert den Kanal auch von Behind the Barbell. Ich packe den auf jeden Fall unten in die Artikelbeschreibung. Ziemlich nice Dudes. Alex, ich habe ja einen Post durchbrochen. Ich bringe es dir. Ich hole es! Schnell, der Alex hat Durst. So muss das sein. Schön kalt. Besten Dank. Verkostung live jetzt, oder was? Erstes, ist das dein erstes? Ja, ist mein erstes. Allererstes. Du hast uns zwar schon ein paar geschickt zum Verkosten in der Box, aber ich bin jetzt bin ich mal gespannt. Wir sind alle gespannt. Force Mac Plus von Alex. Sag, es ist gut. Egal, ob es nicht gut schmeckt, sag einfach, es ist gut. Ausgezeichnet. Letztes Workout, glaube ich, für heute. Dumbbell Walking Lunges und so weiter.
Einfach rein. Wieder da in einem engen Duell mit Alex und Zack von Kraftmühle Würzburg. Und ja, da geht es um Para-Para und da lässt sich natürlich keiner lumpen. Jede Sekunde zählt und so every seconds count. Viel Erfolg an meine Bratwurst und natürlich an die Würzburger German Fraction. Let's go. Und das war's auch schon. Tag 1. Deswegen fahren wir jetzt nach Hause, nach Krefeld. Und dann geht es morgen wieder nach Köln. Morgen in the morgen. Double Trouble, Tag 2. Dort ist das Rhein-Gym. Und wir würden gerne rein ins Gym. 35.000 Euro im Preispool für die Athleten. Das holt natürlich die ganzen großen Athleten auf die Fahne. Finde ich aber gut. Wo ist denn der Eingang? Hallo? War ja wieder klar, dass der Dragan den Hintereingang wieder nutzt. Cool. Also so sieht es nämlich aus. Direkt im Warm-Up-Area hier. Du schon wieder. Hast du gut geschlafen? Hab hier geschlafen. Ja? Hab hier geschlafen, ja. Kabum! Alles gut? Bei dir? Wie geht's dir? Film mal den 220er. Ging, ne? Nice. Machen wir. Also, es geht hier direkt los. Sehr, sehr kleiner Raum für viele Menschen. Also, wir gucken mal rein, wie das hier aussieht. Josef ist dran, wir gehen direkt rein. Josef und Madeleine ballern hier, lift heavy. Viel Spaß. Jetzt gehen wir zum letzten finalen Männer-Heat, Lift und Clean and Jerk. Viel Spaß. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you don't. Easy. What is your PR? Clean and Jerk. 159. Nearly. So, Double Trouble, Tag 2, Workout 1 ist durch. Meine Güte, ey, da waren Lifts, der letzte hier 270 Deadlift, 152 Clean and Jerk war, glaube ich, Run Rep Max heute. Gleich gibt es einen Gymnastik-Part, beziehungsweise mit Triple Unders, werden wir heute mal sehen. Lange nicht mehr gesehen in einem Workout, ich glaube, das letzte Mal wirklich Berlin Throwdown 2018. So, mal abseits vom Sport, kurzer Orga hier auch noch. Livestream ist ja mittlerweile wirklich Standard geworden. Double Trouble macht das ja auch auf einem High-Level-Niveau. Sehr gut. Zeige ich euch mal jetzt, wie das aussieht mit der ganzen Technik und so. 150 Zuschauer durchschnittlich live mal dabei. So, gleich geht's los. Letzte Vorbereitung hier. Schau mal rein, wie das hier abläuft, wenn beide Games-Athleten abarbeiten. Ich habe so ein bisschen noch eine Diskussion hier wegen No-Raps und so, wie das so üblich ist. Krass, hier geht es wirklich um jede Wiederholung, es geht doch wirklich um, ja, um Kohle. So, und jetzt kommen wir zum finalen Workout. Top 10 sind weiter. Hallo Josef. Was geht, Digi? Bis zum Finale. Letzte Woche haben wir noch trainiert, heute sind wir im Finale. Extra hat sich gelohnt anscheinend. Ihr habt den Vlog wahrscheinlich gesehen. Knapp 1 Million Aufruf, oder? Ja, genau. Ja. So, super spannend. Josef, Madeleine, das ist das finale Heat bei den Mixed-Teams. Wir haben den Moritz noch drin, die Franzi, Anna Donauer, Viktor Schröder, Verena, Patrick, Lisa Eble. Leute, was für ein finales Heat. Wir gehen jetzt einfach mal rein.
So, Zach und Alex auf zwei CrossFit-Plattmühlen und demnach ist klar, Jukic Brothers. Boom. Wir haben es geschafft, der Gewinner, Mix Team, Moritz und Franzi. Gewinn ist alles, okay? Gewinn ist immer gut, ja. Gewinn ist gut. Du bist ja auch ein Gewinner-Typ. Ja. Ja, so war das. Nur bei harter Arbeit, weißt du? Weil, Digga, wo alle pennen, ist er dann auch am Pennen. Ja, genau. So, meine Damen und Herren, kurzes Statement zu Double Trouble. An der Stelle war vorab sei gesagt, nochmal Glückwunsch und Respekt an alle Athleten, die irgendwie mitgewirkt haben. Glückwunsch an Moritz, Glückwunsch an Franzi und die Djukic Bratschos. Servus, schönen Gruß aus Deutschland. Haben sie natürlich das Geld auch verdient. Beziehungsweise, ja, wie war Double Trouble? So, wie war es für mich? Ich war, das muss man dazu sagen, ich bin nur als Privatperson, als Bratan TV da gewesen und habe irgendwie keine Aktien im Event, war auch nicht irgendwie in einem Team irgendwas involviert. Heißt, ich kann wirklich einfach nur rein berichten, total subjektiv, objektiv, wie ich das Ganze empfunden habe. Ja, man hört höchstes Preisgeld und denkst, okay, wenn die schon so krasse Motherfucker sind und so viel Preisgeld haben, dann wird das natürlich auch eine Endlevel-Organisation sein, weil irgendwie verbindet man das eine mit dem anderen. Aber dem ist leider nicht so gewesen. Das kann ich schon mal sagen. Mit dem Veranstalter vorher habe ich guten Kontakt gehabt. Auch jetzt im Nachhinein alles cool. Nur man muss halt so ein paar Sachen auch ansprechen können. Und das finde ich auch immer ganz wichtig, dass man nicht immer nur das, ah, es ist alles gut. Auch wenn alles gut ist. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Ja, wo fange ich an? Am besten am ersten Tag. Die Arena. Ich weiß nicht, war so ein suboptimales Ding irgendwie. Die Arena viel zu groß, zu wenig Athleten, zu wenig Zuschauer und entsprechend kommt gar nicht wirklich was auf. Dann hast du natürlich den Bodenbelag, ist nur Rasen, ist natürlich cool für ein Workout, vielleicht auch zwei, aber nicht für den ganzen Tag. Da kommen natürlich gar keine Langhanteln, gar keine Cardiogeräte vor und keine Gymnastics, also man ist stark eingeschränkt. Dann habt ihr es gerade schon gesehen, Moritz hat einen falschen Sack, ist auch von der Orga teilweise, darf sowas natürlich gar nicht passieren. Da weiß man gar nicht, wie man dann damit umgehen soll. Jetzt haben sie natürlich Gott sei Dank gewonnen, deswegen das Thema kann man abhaken. Am zweiten Tag war das Ganze dann im Rhein-Gym selber, schöne Box, kann man besuchen. Aber ich weiß nicht, ob das die richtige Location ist für einen Wettkampf auf dem Niveau oder auf dem Niveau, wo man es haben will. Natürlich muss man bedenken, eine Box ist nicht ausgelegt für eine große Wettkampffläche. Man hat also vier Flächen oder fünf Squat Racks und entsprechend muss man das Ganze halt so durchziehen über fünfer Heats und man muss es halt entsprechend durchziehen über die Warm-Up Area, die eine zweite Area ist. Also man hat keine richtige Warm-Up Area irgendwie, wobei sich alle da getummelt haben. Ihr habt es gesehen, ein bisschen viele Menschenmasse, dann Toiletten, dann das Ganze so drumherum. Auch zuschauermäßig gab es nicht wirklich die Möglichkeit, das mal zu sehen. Also am Tag 1 war zumindest das Podest oder die Tribüne war da, am zweiten Tag war es eher so, wie komme ich durch, um irgendwas zu sehen. Ich finde 20 Euro Eintrittsgeld da auch nicht wenig, man muss natürlich auch Preisgeld natürlich auch irgendwie finanzieren, aber so ein bisschen auf Kosten der Zuschauer, weiß ich nicht, ob das optimal ist. Ansonsten, ja, ihr habt es vielleicht auch schon mitbekommen, da gab es nämlich ein großes Eklat und darauf würde ich zu sprechen kommen, ganz kurz nur Verena und Patrick, an der Stelle schöne Grüße. Ihr konntet das Workout nicht zu Ende machen, es hat einen Grund, nämlich der Judge wusste einfach nicht mehr, wo wir stehen. Und das kann passieren, kein Hate, null Front, das verstehen wir alle. Es kann immer mal passieren, dass man irgendwie das Gefühl hat, boah, ich war kurz weg. Und dann ist natürlich auch der Athlet der Geschädigte. Dafür kann der Veranstalter auch nichts. Die haben zusammengearbeitet mit dem Judging United Team. Und ja, irgendwie kam am Ende aber so ein bisschen diese Welle Shitstorm und Versuchen und Hasse nicht gesehen. Ich weiß ja nicht, ob das die richtige Lösung ist. Der Veranstalter bemüht sich natürlich in so einem Fall schnell eine Lösung zu schaffen. Aber was ist die Lösung, wenn der Judge einfach nicht mehr weiß, wo es weitergeht? Der Verena konnte das Workout nicht mehr beenden mit dem Patrick, haben also sich dann hingesetzt und dann irgendwie gewartet. Aber dann passiert natürlich auch noch weniger. Und das Angebot, dass man es noch wiederholt, dem ist man nicht nachgegangen. Demnach sehr, sehr schwere, verzwickte Situation. Dann hat man auch versucht, vor der Siegerehrung noch ein paar Worte zu finden, was natürlich auch ein bisschen ungünstig ist, dass man da versucht, die passenden Worte zu finden. Wobei ist man schon seit zwei, drei Tagen voll im Flow, in diesem Arbeitsmodus und weiß eigentlich gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Und da die richtigen Worte zu finden, ist vielleicht auch da nicht gelungen. Also an ein paar Ecken und Enden hat man gemerkt, das ist nicht ganz rund, das ganze Ding. So, ne? Die Workouts waren teilweise auch ein bisschen
schwierig nachzuvollziehen, weil auch die Timecaps teilweise gar nicht erreicht wurden, also selbst von den zwei Games-Athleten nicht und so weiter. Also an der Stelle würde ich sagen, als Tipp, wenn man sowas größer ansetzt, muss man sich vielleicht Expertise reinholen. Es gibt Menschen in Deutschland, auch in Europa, die halt voll Plan haben, die Wettkämpfe mehrfach organisieren und vielleicht muss man sich da einfach Professionalität reinkaufen und dann kann man entsprechend auch vielleicht so werben und sagen, wir haben das größte Preisgeld, aber wir sind auch eine Motherfucker-Veranstaltung. Daran kann man wachsen, am Preisgeld kann man sagen, Chapeau nochmal. Ich hoffe, die Athleten bekommen natürlich auch ihre Kohle. Leider konnte man jetzt noch nicht die Auszahlung zusichern, das ist Anfang des nächsten Jahres. Finde ich auch ein bisschen merkwürdig, aber das ist so abgesprochen, das wussten die Athleten, also kein nichts Schlimmes, sage ich mal. Ich denke, ich gehe davon aus, dass die Kohle natürlich auch fließen wird. Aber es ist natürlich immer schön, wenn die Athleten sofort ihre Gelder bekommen oder ihr Preisgeld und was auch immer, dass man einfach auch da wirtschaften kann. Ansonsten bin ich dann auch froh, dass Katharina sich hier einfach getraut hat, einfach eine schöne Competition auf die Beine zu stellen. Aus der Sicht, ich bringe Menschen zusammen, ist immer schön. Und das muss man irgendwie honorieren. Und wenn man ein paar Fehler macht, muss man auch darüber stehen und verzeihen können. Deswegen weiß ich, dass Katharina mit gutem Wissen und Gewissen arbeitet. Und ich wünsche mir auf jeden Fall, dass wir nächstes Jahr wieder ein Double Trouble sehen. An der Stelle möchte ich mich bedanken, aber auch wirklich bei allen Athleten. Ich habe wieder eine schöne Zeit gehabt, schönes Wochenende. Leute, es ist wie Spiegel. Man sieht sich.